Ja, hallo Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Ja, wir befinden uns mitten in der Pilzsaison. Ja, Anne war wieder los. Wie man sehen kann, war es hier auch fündig gewesen. Ja, was liegt es da näher, als ein Waldpilzrezept zu machen, kombiniert mit einer Sache, die wir schon öfter gemacht haben, aber schon lange nicht mehr, nämlich mit einer Lasagne. Und daraus ist dann unsere Waldpilzlasagne entstanden. Schaut es euch an, viel Spaß! Kühnes Kochkanal. So ihr Lieben, und das sind die Zutaten für unsere Waldpilzlasagne. Wir haben hier Waldpilze, das sind ungefähr 800 Gramm, sagt Anne. Wir brauchen 1 Liter Milch, Lasagneplatten natürlich, Salz und Pfeffer zum Würzen, 70 Gramm Mehl, 170 Gramm Butter. Dann haben wir hier noch 250 Gramm Baconstreifen. Des Weiteren brauchen wir den Saft einer Zitrone, eine Zwiebel, zwei Rosmarinzweige, etwas Muskatnuss, eine Knoblauchzehe. Ja, das war's, glaube ich, auch schon, ne? Korrekt, dann können wir jetzt starten. Ja, und wie sollte es anders sein? Wir haben unseren Käse vergessen. Und zwar geriebene Mozzarella. Und wer später, wenn die Lasagne fertig ist, noch ein bisschen mit Parmesan bestreuen will, sollte den auch nehmen. Also wir machen es auf jeden Fall. Ja, als erstes lassen wir unseren Bacon aus. Alle beiden Schachteln. Zwischendurch wird immer genascht. Ja. Hätte ich jetzt mal sehen müssen. Ja, bleibt ja ein bisschen was hängen. Ja, und wenn die ausgelassen sind, melden wir uns wieder. So, unseren Bacon haben wir jetzt ausgelassen und herausgenommen. Es ist noch gut Fett vorhanden und jetzt kommen unsere Pilze dazu. So, das wird jetzt einige Zeit dauern. Hier ist noch einer. Hat sich einer verwirrt. Genau, die schmoren wir jetzt an und dann melden wir uns wieder. So sieht's aus. Als nächstes kommt nun unser Knoblauch, klein gehackter Rosmarin und die Zwiebel mit in die Pfanne. Ihr seht, unsere Pilze sind richtig schön. Ja, eigentlich zusammengeschmort, ne? So, da ist ja viel übergeblieben vom Bild. Die können jetzt schön glasig werden. Ich denke, unseren Bacon kann ich auch schon wieder unterrühren. Und das Ganze würzen wir nun mit etwas Pfeffer. Ich glaube, mal Salz brauchen wir gar nicht reinmachen. Ah, bis jetzt schon. Salz. Das waren 800 Gramm Pilze. Ich denke, ja, aber der Bacon, das waren auch, ne? Ja, aber ein bisschen. Wenn ich kann es ja hinterher sagen, dass es zu salzig war. Reicht. Gut. Man kann immer noch nachwürzen. Ich weiß. So. Ich denke, na, so 3-4 Minuten lassen wir das noch schmoren und dann geht es weiter. So, und für unsere Bekamelsoße lassen wir jetzt erstmal die Butter schmelzen. So, unsere Butter ist nun geschmolzen. Ich gebe unser Mehl dazu. Jetzt ganz schnell rühren. Und Herr Kühne, mach nicht so dicht mit deinem Handy, dass ich dir hier nicht gegenhaue. Nein, ich gehe extra ein Stück noch beiseite. So. Das Ganze lösche ich nun mit unserer Milch ab.
Ein Liter ist drin. So, dann gebe ich den Zitronensaft, also den Saft von einer Zitrone noch mit dazu. Der ist nun auch mit da drin. Gewürzt wird wieder mit Pfeffer und Salz. Ich denke, Pfeffer reicht erstmal. Nun kommt unser Salz noch dazu. Sollte auch reichen. Ich schmecke dann ab, genau. Und ich habe die Reibe vergessen. Ich hole schnell mal die Reibe. Ja, währenddessen gucken wir den Topf so ein bisschen zu, ne? Genau. So. Ja, ich habe auch mal gelesen, es gibt noch die Möglichkeit, die Bechamel noch zu verfeinern. Zum Beispiel mit Brühe oder Weißwein. Also wir lassen sie einfach so klassisch jetzt. So, und ich reibe gerade etwas Muskatnuss noch rein. Sollte auch reichen. Das Ganze lassen wir nun unter stetigem Rühren oder immer mal wieder umrühren 10 Minuten köcheln. Ihr Lieben, ihr seht, unsere Soße ist richtig schön sämig geworden. Nun können wir auch schon anfangen, unsere Lasagne zu schichten. Und wie das geht, zeigen wir euch gleich. Nun beginnen wir mit unserer Lasagne. Unten rein kommt die Soße. Mit rechts geht das hier nicht. Ich hoffe, ich kann mit links das rüber machen. So. Nun gebe ich die Lasagneblätter rein. Die unterste Schicht ist ein bisschen überlappend. Darauf kommen nun einige unserer Pilze. Da hätten wir noch ein paar mehr Pilze machen können. Naja, mal schauen. So. Dann kommt etwas Käse drüber. Dann wieder Lasagneblätter. Und wieder Soße. Und so schichten wir dann weiter. Unsere Lasagne ist nun fertig geschichtet. Zum Schluss habe ich Lasagneplatten drüber gemacht, die restliche Bechamelsoße und auch den Rest aus der Packung mit dem Mozzarella. Das Ganze geht nun in den Backofen bei 200 Grad. Na, 35-40 Minuten werden wir auf jeden Fall brauchen. Ja, und dann sehen wir uns wieder. So, Freunde, 30 Minuten sind vergangen. Ich denke mal, unsere Lasagne ist fertig. Wir lassen sie noch ein bisschen abkühlen und dann schneiden wir an. Ja, Freunde, kurzes Fazit. Also die Lasagne müsst ihr unbedingt ausprobieren. Ist wirklich super lecker. Alternativ, wenn ihr keine Waldpilze zur Verfügung habt, nehmt braune Champignons. Denke mal, das geht auch. Aber mit den Waldpilzen, das ist natürlich der Hammer. Dazu die Bechamel, einfach lecker. Probiert es einfach aus. Ja, was gibt es weiter zu sagen?
Demnächst wird es wahrscheinlich noch mehr Waldpilzfilme geben. Mindestens einen, sage ich mal. Weil irgendwann gehen auch Pilze nicht mehr. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da, einen netten Kommentar. Geht immer unten rechts. Nein, da geht das Abo. Über das wir uns natürlich immer sehr freuen. Noch mehr freuen würden wir uns, wenn ihr demnächst wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Kühnes Kochkanal. Und jetzt genießt den Sonntag noch. Tschüss. Kühnes Kochkanal.